Schmerzmittel, die nehme ich immer gerne. Noch ein bisschen Antiseptikum. Ja, komm, da habe ich jetzt 3 Stück von. Nimm mal mit. So. Groß ist der Bunker ja nicht, ne? Boah, Leute, es ist ein Scherz, ne? Ich brauche ein Brecheisen, um den aufzukriegen. Wer nimmt denn jetzt hier ganz über die Etappe ein Brecheisen mit? Na, da wird wohl hoffentlich nichts Wichtiges drin gewesen sein. Off, on. Sleep 89, vielen lieben Dank für das Abo und herzlich willkommen, schönen guten Abend. Aber wer nimmt denn dahin einen Brecheisen mit? Falco, ich habe da Post gehört. Ja, wieso? Was? Ach so, ja, wohl ein Video gepostet. Vollsocken, gewöhnliche Jeans, besser als nichts, Magnesiumfackel, jo. Also, wir zerschreddern mal eben ein paar Klamotten. Wir können uns ja mal die... Nein, die Jeans ist auf gar keinen Fall besser als meine. Nie nicht ist die besser. Die nehmen wir auseinander hier. Und die Socken auch. Zerlegen. Briefe mir lesen ist nicht okay, aber Munition klauen geht... Mir war nicht klar, dass ich sie entwende da. Ich habe doch gesagt, das ist... Ich dachte, das wäre eine Belohnung. Oder so. Das glaubt mir auch auf YouTube keiner. Das ist ganz gemein. Das finde ich nicht gut. Ei. Die Mütze müssen wir reparieren, sonst kriegen wir wieder Frostbeulen am Kopf. Ich fühle mich doch bei Post angesprochen. Felsen war ja nicht umsonst. Ach so, stimmt, genau. 84, 86, 92... Komm, wir reparieren mal die Socken. Löcher in Socken ist auch doof. Zurück. Aktionen reparieren. Es ist mittags. Wir schaffen es hier auf alle Fälle noch weg und sind ins nächste Gebiet. Das würde ich auch wichtig finden. Warum trage ich denn, ach so, weil ich das ganze Fleisch da mit mir rumschleppe, ne? Oh, noch ein Metallbehälter. Oh, einen wärmeren Pullover gibt es nicht. Eine Schneehose. Wow. Oh, die ist sogar noch leichter. Oh, wie geil. Ist die jetzt außen oder was ist denn außen und was ist innen? Aber das kann man ja gleich sehen. Anziehen. Geil, die hält richtig was ab. Oh, wie cool. Und dann werden wir die zerlegen. Nee, das ist ja die neue. Moment. 1,5, 1,4. Dann ziehen wir die an und die zerlegen wir. Ah, es hat sich allein wegen der Hose schon gelohnt. Vor allem, die ist ja viel leichter. Ein halbes Kilo ist eine ganze Menge. Ja, ja, das eben, bin ich ja auch drauf gekommen, einfach angucken. Ne? Dann sieht man ja, wann man sie... Dann müsste ich die aber auch umziehen, ne? Dann müsste ich die ja auch nach außen ausziehen. Anziehen. Anziehen. Immer das, was den Netzeschutz nach draußen, ne? Bei den Socken ist es nun mal egal. So. Ja, und den haben wir jetzt zweimal, den Pulli. Der wiegt natürlich auch was. Ah, es ist schon ein geiler... Aber guck mal, das ist das halbe Kilo, was ich da... Das ist das halbe Kilo, was ich da wieder raushole. Die haben wir zweimal den richtig fetten Pulli übereinander. Das ist gut. Aktion zerlegen.
weiß ich nicht, ob es die Schneehose auch im Survival gibt. Das ist ja auch ein bisschen Zufall, denke ich mir mal, mit den Loot-Containern. Du hast oben die Hosen und unten die Hosen, Unterhosen. Links, rechts ist wurscht. Nein, nein. Da. Welche ich draußen trage, denke ich mir mal so. Das macht wahrscheinlich einen Unterschied. Das ist die äußere Hose und darunter trage ich diese Hose. Da gehe ich mal stark von aus, dass das einen Unterschied vielleicht macht. Das hatte mir auch letztens mal jemand geschrieben, dass es einen Unterschied machen würde oder könnte. Aber ich bin mir nicht sicher. So, okay. Wir gucken uns den Brief an. Ein Stapel von Briefen, die du für Jeremiah verbrennen sollst. Wem würde ein zurückgezogener, lebender Pelzjäger wohl hier schreiben? Schade, dass man die Post anderer Leute nicht lesen darf. Na, klasse. Na, das ist ja spitze. Okay, wir essen uns mal satt. Achso, das hat keine... Arcanon klärt mich auf, dass es keine Auswirkungen aufs Spiel hat, weil er war derjenige, der es geschrieben hat, um mich zu verarschen. Das ist ja ganz reizend von dir. So. Okay, da kommen wir halt leider nicht ran. Nee, das kann ich jetzt nicht auch nochmal alles mitschleppen. Hier ist uns alles leer. Ich glaube nicht, dass ich was übersehen habe. Ich bin nicht wirklich müde. Komm, lass uns abhauen. Wir gehen jetzt einfach. Taschenlampe nehme ich auch nicht mit. Den Schlafsack auch. Die will ich mal aufheben. Aktionen zerlegen. 10 Stoff. Ja toll, kann ich doch gleich die Nacht da bleiben. Ja, dann lass uns die Nacht da bleiben. Den nehmen wir mit. Oh, die gute Kondensmilch. Not gonna be able to carry this load for much longer. Wir gehen raus. Looks like this thing is an opening unless I can get the power working again. Looks like this thing is an opening unless I can get the power working again. Ich komme doch nur bei Nacht raus oder was? Hattet ihr mir das nicht anders geschrieben? Der Strom hier ist hinüber. Hier ist nichts mehr mit Strom in Gang bringen. Ja, dann muss ich bis zum nächsten Abend warten, ne? Gut, dass ich so viel zum Essen dabei habe. Ja, das dachte ich mir auch, aber Hoshi hatte doch was anderes geschrieben. Hoshi hatte doch erst geschrieben, ich komme hier immer raus oder sowas, ne? Oh, toll. Keine Lagerfeuer in geschlossenen Räumen. Okay, dann nicht. So hatte ich Hoshi jedenfalls verstanden. Wir schlafen mal für 3 Stunden. Ich dachte mir auch am Anfang, dass ich da nur nachts rauskomme. Es kann natürlich durchaus sein, dass ich jetzt hier für einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht oder länger gefangen bin, ne? Ja, das war nur, deshalb ist da so viel Wasser und so viel Einbeinpackung zum Essen da. So sieht das wohl aus. 42 Kilo, ey. Aber ganz ehrlich, die Einbeinpackung, ne? Die nehme ich, die behalte ich bei mir. Ich esse lieber das hier jetzt erstmal. Woher weiß wer, wie spät es ist? An der Anzeige da rechts oben. Die genaue Uhrzeit habe ich natürlich nicht. Ich habe auch was zu lesen dabei. Das wollte ich eigentlich verbrennen. Da, rechts oben, die Anzeige. Daran sehe ich das.
Und die Aurora kam, müsste jetzt eigentlich bald mal kommen, wenn die wieder dann zu derselben Zeit kommt, wie sie letztes Mal da war. Aber ich kann trotzdem eine Stunde mal eben schlafen. Allerdings hört es sich draußen nach Sturm an. Es hört sich draußen nach Sturm an. Ist nicht ganz so gut. So, trinken wir mal Stacys Traubenlimo hier. Oh ja, das ist richtig Sturm draußen. Die müssen wir auch bald mal zu uns nehmen. Schlafen wir nochmal eine Stunde. Gewitter ist bei Omme. Ich hab da gerade nichts. Schlafen wir mal 2 Stunden. Ich schlafe jetzt immer nur in Etappen. Und der Name ist auch individuell, der unterscheidet sich von Kanal zu Kanal. Nummer 2. Ich hänge hier richtig fest gerade, ne? Ganz so wie wann sehe ich das nicht. Ich wollte mich halt immer mal darum kümmern, aber das macht, wenn man nicht einfach so die Standardprogramme nehmen möchte, dann macht das doch ein bisschen Arbeit und da bin ich noch nicht so gekommen. Okay, ich würde sagen, keine Aurora diese Nacht. Das ist natürlich irgendwie tragisch. Ich schlafe nochmal 2 Stunden. Wenn da noch eine kommt, möchte ich sie eigentlich nicht gerne verpassen. Ich wollte doch aber heute mit dem Spiel fertig werden. Also durch den Damm durch. Ja, vergiss es. Hallo, Schlafsack, wo bist du hin? Jetzt wird's ja gleich morgen. Ja. Gut, dann schlafen wir nochmal 8 Stunden oder 11. Ich werde jetzt den ganzen Tag verpennen. Was soll ich da unten? Da kann ich ja nichts machen. Wie geworden, so zerronnen, würde ich sagen, ne? Trinken. Irgendwann wird das Wasser auch mal knapp. Essen wir. Wieso, was habe ich mit dem Lüftungsschacht falsch gedeutet? Das hat doch mit dem Lüftungsschacht nichts zu tun. Du hast geschrieben, das Ding ist oben immer offen. Mit dem Lüftungsschacht hat das nichts zu tun gehabt und es war auch eigentlich nichts zu deuten gewesen. Du hattest das heißt so direkt geschrieben, dass ich nachts so rauskam. Aber es ist vollkommen egal, ändert ja nichts daran. Ich habe mir das ja gleich gedacht, dass ich da nur logischerweise bei Aurora wieder rauskomme. Ist ja jetzt nicht so die wahnsinnige Überraschung. Aber ich frage mich wirklich ein bisschen, wofür ist dieses Lüftungsdings hier, muss ich sagen. Das ist nur so da. Anscheinend. Sieht so aus, ne? Ja, die Taschenlampe brauche ich auch nicht unbedingt. So, wie viel Gewicht habe ich denn? Ich trage immer noch 36 Kilo mit mir rum. Darum sollte ich mich vielleicht erstmal kümmern, bevor ich gleich... Ich habe so viel Holz dabei, kann das sein? Nö, 2 Kilo. Ah. Also, wir haben viel zu viele Streiche. Ja, ich habe zu viel Holz dabei. Eindeutig habe ich zu viel Holz dabei. Rohrkolben. Komm, wir können ja Zunderbündel mal herstellen, während wir hier auf Sachen warten. Aus den Stöckern. Aus den... Ah ne, die Rohrkolben selber kann ich ja benutzen, ne? Also so ein Zunderbündel wiegt 0,05. Und was wiegt so ein Rohrkolben? 6 Rohrkolben wiegen... Ja, 0,05. Kann ich die auch behalten. Den behalten wir. Ja, da kann ich mich mal von verabschieden. Ne? Holz, Karton, Streichhölzer.
Ach hier, die stacken ja auch nicht, weil die eine Haltbarkeit haben, ne? Genau, wir können ja mal, das hört sich schon wieder nach Sturm an. Ablegen, alles ablegen. Ablegen, alles ablegen. Streichhölzer habe ich, glaube ich, so viel genug. So viel Antibiotikum brauche ich auch nicht. Da brauche ich auch nicht so viel von. Ablegen, ablegen. Wobei, das sind eigentlich nicht die Gewichte, die mir zu schaffen machen, ne? Alles ablegen. Ablegen, alles ablegen. Aber die schlechten Sachen kann ich ja mal wegpacken, ne? Das sind die Klamotten. Und das ist das Holz. Das will ich aber nochmal draus nehmen. Na ja, gut, das sind 1,5 Kilo, 3,5 Kilo. Na, okay. Wir kommen zurecht. Es muss jetzt nur mal Aurora werden. Es muss jetzt nur nach Aurora werden. Ey, ein Kilo? Das ist ein ganzes Kilo Streichhölzer? Ja, okay. Das ist vielleicht doch ein bisschen viel, ne? Ein Kilo Streichhölzer, oder? Ablegen. Jep! Komm raus! Mein Schlafsack. Aufheben. Jetzt kann ich hier auch gleich weiter pennen, weil die Nacht muss ich jetzt natürlich erstmal abwarten. Das liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Wie war es hier? Ist hier weniger windig oder wie? Wie mich dieses Spiel trollen will, ne? Okay, wir schlafen 2 Stunden und warten einfach mal, ob es dann weniger windig ist. Meine Güte. Klingt so jetzt. Klingt jetzt ruhig. Wow, ist das geil. Das ist toll, ist das. Ich höre den Wolf. Nee, was? Und welche Sachen vom Bunker hochtragen? Da unten ist ja eigentlich nichts mehr. Wir gehen jetzt gleich direkt zurück am nächsten Morgen. Und so wie es aussieht, spielen wir es nächsten Mittwoch dann doch nochmal. Denke ich mir. Und ich glaube nicht, dass ich das 10:30 hier durchkriege hier. Turned out pretty well. So. Stock. Brennstoff hinzufügen. Wasser kochen. Den Liter brauche ich auf jeden Fall noch. Wann kommt eigentlich die nächste Episode des Spiels? Das ist noch nicht bekannt. Also ich glaube, sie sollte ursprünglich dieses Jahr kommen. Oder vielleicht Anfang nächsten Jahres gleich. Aber dann ist den die wollten ja das inhaltlich verändern, dass du musst jetzt in jeder Episode einmal für eine Person sehr viele Sachen sammeln. Meistens die Sachen, die du selber dringend gebraucht hast. Und du musst es dem die erstmal geben, um die bei Stimmung zu halten. Damit du dann auch als Dankeschön Rezepte von den kriegst und ein bisschen was von der Story erfährst. Und das wollten sie ändern, weil das ist... War okay, aber das will man jetzt nicht 5-mal haben bei jeder Episode quasi, ne? Und
Ich glaube, sie müssten es sowieso ändern, weil ihnen auch das Material in der Richtung ausgeht, weil man ja eigentlich jetzt auch alles schon, was man so ranschleppen kann, halt eben rangeschleppt hat halt. Da wollten sie auf alle Fälle was nachbessern und das ändern halt. Und deshalb wird sich das ein bisschen verzögern, weil die wollen sich da jetzt ein bisschen mehr für die Story ausdenken. Ein Ansatz, den ich persönlich sehr begrüße, muss ich sagen. Wir schmelzen nochmal schnell. Und wir müssen natürlich die Briefe noch verbrennen, das darf ich jetzt nicht vergessen. Ja. Den Staudamm müssen wir auch in der Nacht durch. Da rechne ich auch schon damit, dass ich da womöglich auch nochmal zwei Nächte warten darf. So, bevor ich es vergesse, Jeremiahs Briefe. Das solltest du.